du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ja, Fallout 4 bekommt jetzt ein neues, schönes, knackiges Update. Und natürlich werde ich es dann zocken. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, ich mache den ganzen Spaß nochmal im Überlebensmodus. Das wird richtig geil werden. So, beim letzten Durchlauf, da habe ich ja eine kleine Umfrage gestartet. Und zwar, ob ich dem Institut oder der Stillen Bruderschaft beitreten soll. Allerdings habe ich mich dann ja anders entschieden. Und zwar in den Kommentaren hat mich ja jemand darauf hingewiesen, dass ich ja alle Fraktionen zum Teufel schicken kann, mich dem Minutemen mehr oder weniger anschließe, um sie dann abzuservieren, um sie quasi durch die Raider-Bande aus der Nuka-World zu ersetzen. Und das habe ich dann ja auch getan bei meinem alten Durchlauf. Dieses Mal wird der Durchlauf halt so werden, dass ich halt mich der Stillen Bruderschaft anschließe. So ist auch die Abstimmung gewesen. Also ich habe fleißig abgestimmt. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass dieses Video so krass durch die Decke geht. Ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte nur, ja, hier so ein paar von meinem Kanal, ne, für meine Zuschauer so, dass die mal so abstimmen, ne. Aber dass das wirklich so fett wird, das dachte ich wirklich nicht. Damit habe ich echt nicht gerechnet, also. Ich glaube, dann hätte ich hier und da ein paar Sachen anders gemacht. Aber trotzdem schön, schön, dass ihr es feiert, wirklich. Krass, das ist immer so eine Sache, wo ich einfach denke, wow. So viele Leute haben abgestimmt. Wahnsinn. Und dann habe ich es natürlich nicht gemacht, ja, weil ich natürlich das vorhin in den Kommentar gemacht habe. Aber keine Sorge, ich werde das jetzt natürlich so machen, dass ich quasi den kompletten Durchlauf dann so machen werde, mich der Stillen Bruderschaft anschließe und dann wirklich alles komplett zernudle, was denen so im Weg steht. Sei es die Railroad, das Institut, alles kann weg. Schade, dass wir mit der Stillen Bruderschaft nicht die Minutemen beseitigen können, weil die Minutemen muss man nicht unbedingt haben. Unter anderem finde ich auch Preston Garvey total nervig. Mit, hey, da ist eine weitere Siedlung, die Hilfe braucht. Geh mal dahin, wo du sie gerade vor 5 Minuten gerettet hast. Du, das nervt halt ein bisschen. Da muss man auch ständig dann die ganzen Siedlungen verteidigen, die von irgendwelchen Raidern, Zoomutanten und so weiter dann sofort angegriffen werden. Ist beim Überlebensmodus jetzt nicht so spaßig, weil du kannst keine Schnellreise machen. Klar, du hast die Vertibirds und hast so Vertigranaten, die kannst du nur schmeißen und dann wirst du nach B transportiert. Ist eine nette Sache, aber bevor du halt dort bist, ist schon längst die komplette Siedlung überrannt und das muss doch nicht sein. Nee, deswegen, ich werde auf jeden Fall so machen, Minutemen schön nach hinten anstellen. Ja, stattdessen werde ich meinen Hauptfokus auf die Stillen Bruderschaft setzen. Vielleicht. Nee, ich habe mir überlegt, das wird auf jeden Fall so passieren. Ich werde auf jeden Fall dann quasi die Stadt, wo die quasi dann im Museum sind und sich dort verbarrikadiert haben, ich werde das komplett ignorieren. Ich werde dann direkt erst einmal ja zu unseren Kollegen Paladin Dance, also wir können ja später dann als Begleiter bekommen. Ich glaube, da werde ich zuerst hinlaufen. Paladin Dance, das Quest dann machen, da kriege ich auch schon so ein schönes legendäres Lasergewehr. Und dann mache ich halt den ganzen Rest. Aber ich werde auf jeden Fall so machen, dass ich nicht den anderen Fraktionen versuche, irgendwie zu helfen. Sondern quasi mein eigenes Ding einfach durchziehe. Erstmal ohne einen durchziehen. Man kennt's. Genau, wo ich mein Hauptquartier aufstellen werde, ist jetzt, das steht jetzt noch in den Sternen. Ich hatte ja beim letzten Durchlauf, hatte ich ja diese fette Villa da unten gehabt, am Strand. Richtig geil dort. Die habe ich auch mega geil ausgebaut. Keine Ahnung, vielleicht verkriege ich mich einfach in den Sumpf, komplett in den Süden oder so. Ich habe keine Ahnung. Das überlege ich mir noch. Vielleicht wird es wieder die Villa sein. Abwarten, weil ich fand die Villa eigentlich ziemlich geil, so als Hauptquartier. Na klar, waren ein Haufen weiße Ghule gewesen und die waren jetzt ziemlich nervig, aber an sich, es war ein geiles Hauptquartier. Ich spiele gerade wirklich mit den Gedanken, nochmal die Villa als Hauptquartier zu benutzen. War an sich was geil, ne? Ich kann da auch gerade nichts Negatives dagegen sagen. An sich war es ziemlich geil gewesen. Ich meine, klar, euch fehlt dann halt so ein bisschen die Abwechslung, weil ich schon wieder dasselbe Hauptquartier halt nehme, aber an sich, das war richtig fett. Boah. Oder
ihr macht Vorschläge. Oder ihr schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, was ihr denn gerne sehen wollt, wo ich denn dann mein Kokotier aufschlage. Klar, ich kann theoretisch dann beim Flughafen da mein Ding bauen, aber da kannst du halt nicht so viel hinstellen und so. Das ist halt ein bisschen schade. Sanctuary, kann man machen, muss man aber nicht. Deswegen schreibt es einfach in die Kommentare, macht ein paar Vorschläge. Ich bin ganz offen dafür, was ich da machen werde. So, jedenfalls, ihr wisst ungefähr, was ich vorhabe und so wird es auch geschehen. Ich habe mega Bock drauf, mich wieder schön ins Ödland stürzen. Das wird richtig geil werden. Oh, und übrigens, ich mache übrigens einen männlichen Charakter. Beim letzten habe ich eine Frau gespielt, komplett auf Nahkampf, habe alles ge-one-hitted. War ziemlich geil. Mache ich jetzt diesmal nicht so, diesmal ein Kerl. Vielleicht auch schwere Waffen, das würde schon irgendwie zur Erstellungsbruderschaft passen. Abwarten, schauen wir erstmal, ne? Erstmal überleben, ist aber in der Überlebensmodus. So, meine Lieben, da würde ich mir sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann quasi mit Fallout weitergeht, weil jetzt ist das Update noch nicht draußen. Ich aktualisiere das gerade zu jeder vollen Stunde, aber es ist gerade nichts draußen. Schade. Und das letzte Video, beziehungsweise das erste Video von Fallout 4, das ging ja gut 4 Stunden, 48 Minuten, wenn ich alles täusche, ne? Und mal gucken, wie lange das jetzt hier wird, ne? Wie lange das dann halt wird, der erste Part vom neuen Durchlauf. Mal gucken. Also länger als eine Stunde auf jeden Fall. So, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir sehen uns nochmal nächstes Mal wieder. Passt euch auf, was gut, meine Freunde. Ciao.